Hier ist er wieder, der Void Doktor. Beim letzten Mal standen wir in Phantasy Star 3 vor einer Brücke. Über einer gefrorenen Welt. Und da stehen wir auch wieder. Diesmal werden wir rübergehen und gleich angegriffen. Ja, das fängt ja gut an. Ah ja, zwei Viecher, die vogelartig aussehen. Aha, aha. Gut, jetzt schlagen wir zu und ballern. Und Mieux greift auch nochmal an. Wow, wow. Okay, wo waren wir gerade? Ah ja, genau. Prinz Ries ist immer noch auf der Suche nach seiner entführten Verlobten. Zusammen mit der Androidin, die er aufgesammelt hat. Und wir haben eine bizarre Höhle durchquert, um hierher zu kommen. Dieses Land voller Eis, mit ständiger Bewölkung. Und wenn wir hier die Viecher platt walzen... Naja, wir sind hier, weil wir haben ein Fischerdorf voller merkwürdiger Leute getroffen. Und diese Leute haben uns von diesen Ruinen erzählt. Und hier sind wir auch schon. Das ist allerdings merkwürdig, wie ich bin hier einfach ins Leere gelaufen. Ja, die sagten uns, in der Nähe der Ruinen sei ein Tor, das wir jetzt gefunden haben. Und es gab... Aha, kein anderes offensichtliches Ziel. Also sind wir erstmal hier hingegangen. Okay, anscheinend können wir tatsächlich auch nur da reingehen. Aber ich gucke erstmal an, ob es rechts noch irgendwas gibt. Wir müssen nur daran denken, vorsichtig zu sein. Ansonsten gibt es ein Problem. Ah ja, genau, diese Nadelhaarwaffe kann eine ganze Reihe von Gegnern angreifen. Glaube ich. Muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Und ich habe dank einem Kommentator unten sie in meinen anderen Videos auch etwas rausgefunden. Ah, ouch! Autsch! Oh, ihr Viecher seid tödlich. Ja, ist schon gefährlich geworden. Ja, genau. Anscheinend kann ich Techeltex quasi umkonstruieren. Je nachdem, wie ich das will. Also demonstriere ich gleich mal. So kann ich zum Beispiel die Technik Anti, die tatsächlich gegen Vergiftung hält. Das ist tatsächlich Antidot. Das hat nur eine große Wahrscheinlichkeit, fehlzuschlagen, wie ich erfahren habe. Darum werde ich jetzt erstmal zurückgehen und meine Tags neu einsetzen. Mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und eine interessante Sache. In allen anderen Phantasy Star Spielen können Techniken von jedem verwendet werden und Sachen wie echte Magie nur von sehr wenigen speziellen Leuten, während Androiden für gewöhnlich keine Techniken anwenden können. Das wird natürlich noch etwas weiter ausgeführt von zum Beispiel Phantasy Star 4, wo es neben Techniken, Magien und auch spezielle Fertigkeiten gibt, die Androiden zum Beispiel ausführen können, zum Beispiel durch eingebaute Maschinen und dergleichen. Mit anderen Worten, das Ganze ist also erstaunlich kompliziert für so eine alte Serie von Rollenspielen. Und selbst, worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt weiß ich es wieder. In Phantasy Star 3 wurde das komischerweise ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wie man hier an Ries sieht, hat keine Attack Points, kann keine Techniken verwenden. Mieux dagegen ist ein Android, auch wenn sie in der englischen Übersetzung als Cyborg bezeichnet wird. Und sie kann das aus irgendeinem Grund. Naja, sie ist halt auch ein Roboter, der vergiftet werden kann. Da muss man das erstmal in Gedanken ordentlich rotieren lassen. Also gut. Gut, dann erledigen wir mal diese tolle Angelegenheit. Ah, hier, das Schild mit den Punkten und dem Strich drauf. Dann labern wir den mal an. Dann genau, Mieux, Tech Distribution, Altern. Denn Ries kann gar nichts, außer mördern. Okay, gut. Dann gucken wir uns mal das an. Ah, genau. Hier haben wir die verschiedenen Techniken, die sie kann. Und diese Punkte hier können wir quasi umordnen, um den entsprechenden Zauber zu verstärken. Ich zum Beispiel das mache, ist der Heilzauber stärker. Und das ist, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, auch ein Heilzauber.
Und Revere hatte irgendwas mit Wiederbeleben zu tun in Phantasy Star. Und Anti wiederum braucht so viele Punkte wie nur möglich, um überhaupt zu funktionieren. Okay, wir versuchen jetzt mal eine Art Gleichgewicht zu finden. So, Race ist jetzt nicht mehr ganz so schwach. Okay, lassen wir das so. Jetzt sind Revere und Anti genau gleich stark. Das sollte vielleicht schon mal ein bisschen besser sein. Ich muss hier vielleicht Ries auch manchmal wiederbeleben, dann wäre das vielleicht nicht ganz unpraktisch. Und jetzt kümmern wir uns um die anderen Techniken, die sie hat. Das sind diese da. Ich habe nur... Funby war irgendwas besonders Wichtiges. Und warum, erkläre ich euch jetzt. So. Maximalpunkte. Denn ich hatte den Fehler begangen und in einem englischsprachigen LP mit Screenshots und Text nachgelesen, weil ich wollte wissen, wie sich das Spiel aus anderer Perspektive so präsentiert, denn ich bin ja total blind hier reingegangen. Und ich dachte mir, es wäre nicht schlimm, wenn ich nur bis zu dem Punkt weiterlese, wo ich angekommen war. Tja, nur hat derjenige, der diesen LP geschrieben hat, anscheinend 3000 Mal von Phantasy Star 3 gewusst als ich. Und das hatte dann den lustigen Effekt, dass ich bereits nach der ersten Seite aufgeben musste, weil sonst hätte ich mir zu viel versaut. So weiß ich zum Beispiel, dass diese Punkte, die ich eben hin und her geschoben habe, mit der Zeit mehr werden, je mehr Level ich ansammle, und dann kann man auch die Schwächeren wieder mit ein paar Punkten aufboosten und muss nicht bloß eine Technik zum Preis von 3 anderen verstärken. Das ist eine originelle Idee, wenn auch ein bisschen komisch umgesetzt. Naja, und etwas anderes, was ich herausgefunden habe, quasi durch Zufall, war, dass Phantasy Star 3 anscheinend im englischsprachigen Raum einen noch schlechteren Ruf hat, als ich mir das vorher gedacht habe. Ich rufe in Erinnerung, es gilt als eine Art schwarzes Schaf in dieser Serie. Und da Sega anscheinend keine Scham hat manchmal, siehe was die mit dem armen Sonic angerichtet haben im Laufe der Zeit, und dass sie inzwischen nicht mal mehr Konsolen bauen können, weil sie zu dusselig waren, dass sie die quasi ziemlich gefuscht haben bei Phantasy Star 3. Und in diesem LP war auch einige interessante Sachen, die ich, weil ich zu faul war, nicht selbst recherchiert habe. Ich grabe am besten mal den Namen aus, damit das nicht so alles so klingt, als würde ich mir das aus den Fingern saugen. Aber zum Beispiel war praktisch kaum einer von den anderen Spielen mit dabei, der hier dran gearbeitet hat. Ich glaube nur ein oder zwei Leute von den ganzen Phantasy Star Teams 1 und 2. Bis zu dem Zeitpunkt haben überhaupt an Teil 3 mitgearbeitet. Und der Zusammenhalt mit Hinweisen auf den Rest der Serie und so weiter war so schlecht, dass man, als das Spiel rauskam, erst sehr, sehr spät gemerkt hat, was wirklich vor sich ging. Und dass es Teil der ganzen Phantasy Star-Reihe ist. Und sie haben den Schauplatz ja, wie man sehen kann, ziemlich weit weg entfernt, weil Teil 1 und 2 waren ja deutlich eher Science-Fiction. Und im Allgäu-Sonnensystem angesiedelt, und Teil 3 ist plötzlich in irgendeinem Land, von dem man noch nie gehört hat, und es ist Fantasy. Bis man hier angekommen ist, an einem Punkt wie diesem, hat man dann natürlich nicht gemerkt, was wirklich vor sich geht, und war deswegen ziemlich enttäuscht. So wie das Spiel jetzt enttäuscht ist, dass ich so lange herumsabble, statt irgendwas zu tun, deswegen werde ich angegriffen. Ja, ja. Darf ich jetzt auch mal angreifen? Danke. Naja, alle durch die Bank vergiften hier. Wenigstens sind die Viecher nicht so gruselig wie die anderen Bastarde der anderen. Ja, Höhle. Okay. Okay, ich höre gleich auch auf, weiter zu erzählen von anderen LPs und anderen bizarren Dingen, die nichts hiermit zu tun haben. Aber ein Punkt zum Beispiel, ihr erinnert euch doch sicher, dass wir an mindestens 2 Stellen vorbeigekommen sind, die sich eigentlich gut für einen Bosskampf
geeignet hätten und dann ist da einfach nichts passiert. Wir sind durch diese mysteriöse Höhle marschiert, ohne irgendwas getroffen zu haben. Wir sind durch diese andere Pseudo-Höhle marschiert und konnten sie durchqueren, ohne irgendjemanden zu treffen, die sich uns in den Weg stellen, abgesehen von den üblichen Mutanten und Monstern. Ja, anscheinend war das ursprünglich wohl nicht ganz so geplant. Ich weiß nicht, ob die Programmierer zu wenig Zeit hatten oder ob es an dem allgemeinen Fusch liegt in Phantasy Star 3. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ist die Musik, würde ich sagen, denn die ist bei Phantasy Star 3 gerade so eben erträglich. Das ist zumindest meine Meinung. Und in Teil 1 und 2 ist ungefähr dasselbe Niveau gehalten. In manchen Fällen ist die Musik sogar noch ein bisschen besser. Und wenn man nun mal nachguckt, wie viele Jahre zwischen Teil 1 und Teil 3 liegen, dann ist das natürlich unglaublich, dass es da keinen Fortschritt gegeben hat. Denn auch so schlimm, dass es wieder Mega Drive war. In Sachen Musik, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Und in Teil 4 hat man ja deutlich gezeigt, dass das Mega Drive auch durchaus ein paar angenehme Klänge hervorzaubern kann. Also anhand der Musik alleine sieht man schon, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Und es hat ja auch sicherlich nicht geholfen, dass von den ursprünglichen Leuten, die an dem Spiel gearbeitet haben, kaum einer eine Ahnung hatte, was dieses Phantasy Star überhaupt ist. Und Phantasy Star ist nun mal eine Reihe, die sich fortsetzt im selben Universum, nicht so wie Final Fantasy, wo jedes Spiel ein komplett neues Universum ist. Und naja, lange Geschichte, kurzer Sinn. Phantasy Star 3 ist nicht so schlecht, wie man es annehmen sollte, aber es ist auch wirklich nicht besonders gut. Und für diejenigen, die Teil 1 und 2 gespielt haben, war es eine echte Enttäuschung. Und darum ist es immer noch eine Art Witz. Ach ja, und da haben wir uns wieder die ganz besonders hässlichen Viecher hier. Aber okay, das ist jetzt auch alles, was ich unbeabsichtigt herausgefunden habe. Und ab jetzt werde ich mich von diesem anderen LP fernhalten. Ich habe einen Bookmark gesetzt, ein Lesezeichen, um später, wenn ich fertig bin, da hineinzugucken und zu sehen, was ich alles verpasst habe. Aber ansonsten werde ich mich jetzt alleine durchquälen und mal mich überraschen lassen. So, und jetzt setzen wir uns mal fort. Rhys ist immer noch hier unterwegs in den Ruinen Orakios, oder was das hier darstellen soll, schlachtet Monster links und rechts. Und droht sich wieder mal zu verlaufen. Oh, eine Schatztruhe. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Schäden bereinigen, die wir genommen haben. Während ich hier gesabbelt habe. Wahrscheinlich sind die Monster wütend geworden, weil ich sie ignoriert habe. Und jetzt funktioniert es. Ah, das ist der tolle Unterschied, nicht wahr? Und jetzt habe ich auch nicht mehr... Ah ja, toll, ja, ich habe nicht mehr genügend TP. Ach, heilen kann ich aber noch. Ach, toll. Das funktioniert also auch nicht, wenn man vergiftet ist, oder was? Ha? Probieren wir das mal aus. Sie hat mehr Monomaten als Antidot. Dann nehmen wir mal Rhys Vorrat. Hat auch nicht mehr so viel. Verdammt, wegen diesem anderen Zeug, das ich mit mir rumschleppen muss. Okay, jetzt testen wir das nochmal. Halt, stopp. Oder habe ich hier funktioniert das jetzt nicht, weil ich zu viele Punkte abgesaugt habe? Naja. Es hat ja, glaube ich, vorher funktioniert. Ach, egal. Gucken wir uns mal später an. Wir müssen ja sowieso wahrscheinlich bald umkehren, bevor wir hier verrecken. Ja, nein. Dieser Knopf. Es geht da schon wieder los. Oh, gut. Die Mate ist viel besser als Monomate. Ist quasi wieder Unterschied zwischen einem Metzger und einem echten Arzt. So. Genau. Friss Nadeln, Schneckenviech. So. So. Die Frage stellt sich jetzt, wird Rhys seine Verlobte jetzt finden? Oder zumindest die bösartigen Lyanna, die sie entführt haben. Da bin ich jetzt auch gespannt. Oh nee, nicht zwei von denen. Nein. Okay, vielleicht sollte ich jetzt ein bisschen genauer planen, was ich überhaupt mache. Und dazu mal sehen, Rhys. Rhys kann ich entweder hier angreifen lassen oder hier.
Genau. Und das ist die zweite Waffe. Damit kann man eine ganze Reihe angreifen. Hier. Genau. Dann ist es der Unterschied zu Teil 2. Da konnte man zwar auch zwei Waffen tragen, aber die wurden dann nur quasi zusammen addiert, als hätte man sie quasi zusammengeschweißt und eine große Waffe daraus gemacht. So hat das Spiel das Ding jedenfalls systemtechnisch behandelt. Und gute zweihändige Waffen waren damit immer noch besser in vielen Fällen. Hier hat man übrigens den zusätzlichen Vorteil, dass die zwei Waffen, die man hat, den kann man dann auch zweimal angreifen. Immer. Und man kann auch auf unterschiedliche Gegner zielen. Oh, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gewirkt hat, so wie es sollte. Aber das sehe ich ja jetzt. Ja, mehr Schaden. Ja, tatsächlich. Verstärkt die Angriffskraft. Gut, wir haben eine Menge Meseten durch unser sinnloses Herumlaufen gekriegt. Und langsam mache ich mich mal lieber auf den Rückweg und versuche noch mal lebend hier rauszukommen. Oh, oh je. Das könnte uns ins Auge gehen. Wir haben eine Menge Meseten, hole ich mal lieber noch ein paar Heilgegenstände. Okay, gut. Wo ist unsere Escape-Pipe? Genau. Dann gucken wir mal, ob wir auch Telepipes haben, die wir kaufen können. Da muss ich jetzt natürlich zurücklatschen. Das ist doch nicht wahr, du dummer Wicht. Geh gefälligst an dem unsichtbaren Tor vorbei. Ah ja. Und natürlich werden wir nochmal angegriffen. Und es ist natürlich ein Hinterhalt. Okay, langsam wird's ernst. Die Viecher können doch ziemlich heftig sein hier. Mal sehen, wenn ich genug Geld habe, versuche ich mal eine andere Waffenkombination für Rhys auszuprobieren. Mal sehen, ob das effektiver ist. Oder vielleicht bald auch diese Waffe. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ist einfach zu cool, sich selber vorzustellen, würde man mit einer Pistole in der Hand und eine Waffe in der einen Hand angreifen. Ah ja. Natürlich würde ich mir das Spiel auch nicht unnötig schwer machen. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass ich ihm mal ein echtes Schwert oder sowas gebe. Okay, gut. Ach nee, wir haben nur ein Escape-Pipe-Dings. Und das trägt mir. Jep, da ist in der Tat etwas. Ja, das reicht eigentlich immer noch aus. Jetzt kommen wir jetzt langsam an Grenze. Dann geben wir das Ries. Und nehmen noch ein Antidot zum Mieux. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken. Nehmen wir auch noch eins und dann war es das. Kurz nachschauen. Ist ja wieder alles voll. Mit Heilgegenständen und Antigift. Hier ebenfalls. Und jetzt schauen wir mal nach, ob wir noch irgendeinen Rüstungsgegenstand oder dergleichen brauchen. Okay, gut, um nicht so viel Zeit zu vertrödeln, springe ich jetzt mal vorwärts. Und wir lassen Rhys beim Shoppen mal alleine.